Hallo, ich bin Amarie von Oberpfalz-Eche und ich und mein Kollege, wir machen heute einen Selbstversuch, und zwar Selbstversuch Kürbisschnitzen. Wir haben hier vor uns Kürbisse von Bauern, aber auch eigene Kürbisse, die im Garten angewachsen sind. Und jetzt überlegen wir uns als erstes, welche Motive wir draufschnitzen, und da schauen wir jetzt ins Internet. Wer hier die Suchbegriffe Halloween-Kürbis oder Kürbisse-Schnitzen eingibt, wird zahlreiche kreative Ideen finden. Wir haben uns einige Varianten herausgesucht. Hier sieht man zum Beispiel einen Kürbis, der sich relativ einfach schnitzen lässt. Es sind große Öffnungen, weite Rundungen. Hier braucht man auch kein Spezialwerkzeug, um das Ergebnis zu erreichen. Hier sieht es schon schwieriger aus, aufgrund der Zähne. Man muss im Detail schnitzen und auch die Haut von den Zähnen entfernen. Noch komplizierter wird es bei diesem Kürbis. Zwar sind die Zähne größer, aber man sieht, dass hier ziemlich viel Detailarbeit geleistet wurde und auch Augenlöcher wurden geschnitzt. Richtig kompliziert wird es dann hier. Man braucht zwei Kürbisse und muss ziemlich viel Detailarbeit leisten. Natürlich gibt's auch wahre Künstler und Kürbisschnitzexperten, die derartige Motive zaubern können. Wir haben uns jetzt zwei Motive ausgesucht. Der kleinere von beiden Kürbis wird Kotzi. Da werden die Innereien mit verwendet, damit es wirklich ausschaut, als ob er kotzen würde. Der größere Kürbis von beiden frisst sozusagen einen kleinen Kürbis. Und dann hat man hier ein cooles Motiv. Bevor wir mit dem Schnitzen anfangen können, brauchen wir natürlich etwas Werkzeug, zum Beispiel einen Kugelschreiber oder einen wasserfesten Stift und einige Messer. Natürlich eignet sich nahezu jedes Küchenmesser, aber wir haben auch ein Spezialwerkzeug selbst gemacht. Und zwar haben wir ein Küchenmesser angeschliffen, damit es eine besonders schmale Schneide hat, um die Rundung besonders einfach schneiden zu können. Den Löffel haben wir sogar angeschärft. Mit den scharfen Kanten lässt sich dann später wunderschön das Fruchtfleisch aus dem Kürbis lösen. So, wir zeichnen jetzt das Gesicht auf. Da schauen wir erst, ob wir eine schöne Seite bekommen, weil hier, die wollen wir nicht haben. Drehen wir ein bisschen, so. Die ist doch perfekt. Und jetzt nehme ich meine Vorlage und fange langsam an, die Augen und den Mund vorzuzeichnen. Die Anne-Marie hat hier mit einem Kugelschreiber einfach angezeichnet. Wir haben den Kürbis vorher gewaschen und ordentlich abgetrocknet. So hält dann auch die Farbe vom Kugelschreiber gut auf dem Kürbis und noch wichtiger, sie lässt sich später auch einfach wieder mit Wasser entfernen. So, jetzt haben wir das Motiv ausgezeichnet und jetzt geht's ans Schneiden. Wichtig ist, dass man mit dem Deckel beginnt. Und natürlich sollte man hier auch in einem steilen Winkel schneiden, ca. 45 Grad. Wenn man einfach gerade nach unten schneiden würde, würde der Deckel einfach in den Kürbis fallen. Nehmen wir mal den Deckel auf. Wenn der Winkel nicht steil genug ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass nachdem das erste Mal oder die erste Nacht die Katze gebrannt hat, der getrocknete Deckel spätestens dann in den Kürbis fällt. Die Kürbiskerne heben wir auf. Die werden auf Küchenrolle getrocknet. So haben wir für das nächste Jahr gleich den nächsten Selbstversuch selber Kürbisse anbauen. Mit dem angeschärften Löffel können wir jetzt das Fruchtfleisch ganz einfach aus dem Kürbis entfernen. Umso mehr Fruchtfleisch wir entfernen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kürbis später zu schimmeln anfängt. Außerdem haben wir jede Menge Masse, die später auch zum Kochen verwendet werden kann. Jetzt geht's endlich los. Wir schneiden jetzt als erstes die Augen aus, danach den Mund und dann haben wir schon unser Gesicht. Hier sollte man natürlich etwas Vorsicht walten lassen. Erstens, damit man sich nicht verletzt und zweitens, damit man sein Schnittmuster auch wirklich einhalten kann.
So, jetzt haben wir den letzten Schnitt gemacht. Jetzt ziehe ich das Messer raus und drücke das Auge raus. Boing. Wenn man mehrere Kürbisse schnitzt, könnte man auch die Augen nehmen und vielleicht das Ohren drapieren. Jetzt würde er ausschauen wie ein Axolotl. Und wie man sieht, bleibt auch beim Kürbisschnitzen genug Fruchtfleisch übrig für eine leckere Kürbissuppe oder Kürbismarmelade. Diese Rezepte findet ihr in unseren weiteren Videos. Und jetzt schauen wir mal, ob der Mund sich leicht entfernen lässt. Ja, das sieht gut aus. Wie man sieht, passt auch der Deckel perfekt und kann nicht in den Kürbis hineinfallen. Und fertig ist unser erstes Kürbisgesicht. Während ich mit dem anderen Kürbis gekämpft habe, hat mein Kollege schon dabei das Gesicht aufgezeichnet von dem Kürbis, der den anderen Kürbis auskotzt. Wir würden jetzt den kleinen Kürbis nehmen und man sieht hier unten schon, dass er eine Beschädigung hat, der Kürbis. Und die schneiden wir weg. Wir haben hier Zähne, da müssen wir aufschauen, dass wir da nicht durchschneiden, sondern einfach nur die Schale wegritzen. Mit dem selbst angeschliffenen Messer mit der schmalen Schneide lassen sich auch so Feinarbeiten wie die Zähne ganz einfach bewerkstelligen. Zum Anritzen der Kürbishaut benutzen wir das Teppichmesser. Das lässt sich zum einen in der Länge variieren und einstellen und zum anderen ist es schön scharf. So, jetzt ist der letzte Zahn dran. Wir haben schon die Haut von allen anderen entfernt. Einfach an der Kante entlang schneiden und die Haut abziehen. Ein paar Feinarbeiten an den Zähnen müssen wir zwar noch machen, aber vorab testen wir, ob der kleine Kürbis, den wir vorbereitet haben, auch in den Mund passt. Er hält auch, wenn er nicht optimal hält, kann man ihn auch mit Zahnstochern fixieren. Zum Schluss haben wir nur noch mit einem Schwamm und etwas Wasser die restlichen Striche vom Kugelschreiber entfernt. Jetzt sind wir fertig mit unseren Schnitzarbeiten und nun können wir die Kürbisse draußen aufstellen. Wie gesagt, die Innereien nicht wegschmeißen, damit Kotzi seine Kotze bekommt. Und der letzte Schritt ist, dass wir Teelichter in die Kürbisse reintun und dann schauen wir, wie es nachts ausschaut. Wir waren selbst von unseren ersten Ergebnissen begeistert. Auch bei Tageslicht machen die Kürbisse einen ganz tollen Eindruck. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie die Kürbisse wirken, wenn es dunkel geworden ist und die Kerzen brennen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass wir euch ein paar kreative Kürbisideen liefern konnten. Schaut euch gerne auch die folgenden Videos an. Da zeigen wir euch, wie ihr eine Kürbiscremesuppe selber macht oder eine leckere Kürbismarmelade nach Familienrezept.